2:0 und wieder alles offen in Augsburg. Und du siehst, lange Zeit war es wirklich Schlafwagenfußball. Die sind da vor sich her geirrt und dachten sich, da irgendeiner wird schon was machen, sowohl auf Schalke 04 als auch beim FC Augsburg. Jetzt endlich sind die alle aufgewacht. Die Fans sind wieder da, sowohl die Schalke als auch die Augsburger Fans. Und der FC Augsburg richtig stark jetzt die letzten 10 Minuten schon wieder im Mittelkreis, in der Hälfte des FC Schalke.